Über diese Brücke gelangt man in nur wenigen Minuten vom französischen Straßburg ins benachbarte Deutschland nach Kehl. Viele Bürger überqueren täglich den Rhein zum Einkaufen beim Nachbarn. Für Günther Petri ein Zeichen, wie eng die beiden Grenzstädte miteinander verbunden sind. Seit 15 Jahren ist er Bürgermeister von Kehl. Grenzkontrollen kann er sich nicht vorstellen. Und das Rüberfahren, wenn ich das einfach sagen darf, das ist, Sie könnten es ja hinter mir auch sehen, völlig unproblematisch. Aus meiner lokalen Perspektive, denke ich, ist die offene Grenze ein sehr hohes Gut, das man einfach bewahren sollte, so lang und so gut es geht. Die Mehrheit im EU-Parlament hält eine Schengen-Reform für notwendig. In Notfällen dürfen EU-Staaten künftig ihre Grenzen bis zu 2 Jahre schließen. Überwachen soll dies die EU-Kommission. Allen voran, Deutschland kämpfte für neue Regeln bei der Reisefreiheit, denn niemand hätte gedacht, dass wir Staaten haben, die es nicht schaffen, ihre Außengrenze zu kontrollieren. Zum Beispiel Griechenland gegenüber der Türkei. Und weil wir diese Erfahrung machen mussten die letzten Jahre, ist es jetzt auch richtig, diesen Fall zu regeln. Kein Grund, so die Fraktion der Grünen, eine der wichtigsten Errungenschaften Europas aufzuweichen. Wir Grüne denken, dass die Reisefreiheit ein Grundpfeiler ist der Europäischen Union. Das ist wirklich was ist, auch wo die europäischen Bürgerinnen und Bürger richtig von profitieren, was wir auch in unserem täglichen Leben eben wahrnehmen können. Und wir finden es unglaublich, dass jetzt die Axt an Schengen gelegt wird. Junge Europäer wie diese Schulklasse kennen Europa bislang nur ohne Schlagbäume. Womöglich müssen sie sich umstellen.